Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Es ist endlich wieder soweit. Heute ist Samstag und bei uns schneit es. Ja, es ist echt, langsam nervt es mich wirklich tierisch. Ich will endlich Frühling, ich will Sonne, ich will Wärme, ich will raus. Ja, mich sperrt im Winter keiner ein, aber ach, es ist so ein Schneeregen, wenn ich rausgucke und das ist irgendwie total eklig und so nass kalt und ach. Aber es ist Wochenende und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich habe auch heute Morgen ein bisschen was vor und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Was habe ich die Woche gelesen? Zusammen mit der lieben Miriam von MJ Liest habe ich Es muss wohl an dir liegen aus dem Knauer Verlag gelesen. Und dann ganz allein bin ich wieder nach Westeros geritten sozusagen. Nein, natürlich auch gereist. Ja, A Clash of Kings, meine Güte, der zweite Teil von The Song of Ice and Fire, also Game of Thrones Band 2, auch Staffel 2, wenn man die Serie betrachtet. Und ihr findet natürlich unten in der Infobox, wann ich mit den Büchern anfange, wie jede Woche. Und dann gibt es ein bisschen schönes Blabla, denn bei mir sind heute zwei ganz tolle Dinge angekommen. Und auf eins habe ich mich echt mega gefreut, dass das dieses Jahr auch geklappt hat. Aber dazu dann natürlich später mehr, seid also neugierig. Ja, beginnen wir mit dem ersten Buch dieser Woche, das wir am Wochenende begonnen haben. Es muss wohl an dir liegen von Mairi McFarlane, so würde ich sie zumindest aussprechen, erschienen im Knauer Verlag, jetzt ganz aktuell im Februar, kostet als diese broschierte Taschenbuchausgabe, die sich sehr schön so pappig hier vorne anfühlt, 10,99 und hat knapp etwas um die 500 Seiten. Das ist das dritte Buch der Autorin. Ich habe auch die beiden Vorgänger gelesen, fand das erste Buch ganz gut und es war okay, es war nicht jetzt, was mich umgehauen hat. Der zweite Band, ich hab's ja nicht mit Namen, der erste Band war Wir in drei Worten und der zweite Band war, das zweite Buch war dann Vielleicht mag ich dich morgen. Und das hat mir wirklich super gut gefallen, sodass ich mich jetzt im Grunde auf das dritte Buch gefreut habe. Ich gucke auch mal, ob ich meine Videos dazu finde, wo ich die Bücher, also Buch 1 und 2 sozusagen, was dazu sage. Verlinke ich euch das in die Infobox, falls euch das interessiert. Und ich mag die Aufmachung der neuen Bücher sehr gerne. Ich finde das irgendwie sehr kreativ. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Und die liebe Miriam vom Kanal MJ Liest, in der Infobox findet ihr natürlich auch ihren Kanal. Wir haben ja schon einige Bücher zusammengelesen. Wir treffen irgendwie immer bei Büchern ähnlicher Zeit aufeinander und die uns dann auch interessieren und haben dann hier drin gemeinsam gelesen. Sie hat einen tollen Start vorgelegt, ich glaube an einem Tag gleich über 100 Seiten. Ich hinkte da etwas nach, habe dann aber letzten Endes auf der Zielgerade ein bisschen aufgeholt und war früher fertig als Miriam, was aber gar nicht relevant ist. Ich glaube einfach, dass es schön ist, wenn man miteinander liest, dass man da eben einfach so ein bisschen die schönen Dinge und auch was einfach nicht so gut gefallen hat, dann im Austausch hat. Und ich freue mich da immer, wenn sich jemand findet, der gerne ein Buch mit zu mir zusammenliest, was uns eben beide interessiert und man sich da ein bisschen austauschen kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Um was geht es in Es muss wohl an dir liegen? Ja, die Protagonistin ist Delia, ich glaube eine Frau, Anfang 30, beruflich, steht so ein bisschen in der Schwebe. Sie fühlt sich wohl nicht mehr so wohl bei ihrer alten Arbeitsstätte und sie hat einen langjährigen Freund und eines Abends hält sie um seine Hand an, was schon doch relativ untypisch ist, glaube ich, auch noch in der heutigen Zeit machen das, glaube ich, doch recht wenige Frauen. Und er ist da so ein bisschen schockiert, sagt aber dann doch irgendwie ja, verschwindet dann auf die Toilette und schreibt eine SMS, in der so der Text in etwa, oh shit, jetzt hat sie mir einen Heiratsantrag gemacht und ich habe ja gesagt, ich glaube, wir müssen reden. Und Delia findet das komisch, dass sie diese SMS bekommt und rafft recht schnell, dass er das seiner Geliebten geschickt hat. Seiner, ich glaube, 10 Jahre jüngeren Freundin sozusagen. Und sie trennen sich. Also sie zieht erstmal zu ihren Eltern und zu ihrem Bruder, ein ganz sympathischer Kerl. Und fängt dann ein neues Leben, nachdem sie bei ihrem alten Job gekündigt wird. Oder kündigt, je nachdem. Es war so, glaube ich,
recht cooler Moment, zieht sie nach London zu ihrer Freundin Emma. Und Emma ist so ein lebendiger Wirbelwind. Hat mich unglaublich an eine Freundin von mir erinnert, die auch so wumm, da bin ich wie eine Rakete, ist. Und fand ich sehr schön. Hat mir Spaß gemacht, diesen Charakter sozusagen wiederzufinden. Und ja, sie fängt dann dort auch einen neuen Job an, irgendwie in so einer PR-Agentur. Und die halten es mit der Wahrheit nicht so ganz, sondern versuchen halt Hauptsache ihr Klientel in die Presse zu bringen. Und es kommt dann eben auch noch dazu, dass sie auf einen ja, sehr geheimnisvollen Mann trifft, den sie übers Internet mehr oder weniger kennenlernt, den sie in ihrer ersten Firma eigentlich darum bitten soll, dass er mit diesen Beschuldigungen aufhört, die er da zu irgendwelchen Stadträten und so loslässt. Und sie schreiben dann aber irgendwie über Facebook weiter und da entwickelt sich ein bisschen was. Und dann wird sie auch noch erpresst, weil sie ihre Arbeitsmappe irgendwo liegen gelassen hat und da natürlich drin steht, mit welchen Machenschaften sozusagen ihr Chef eben so die Wahrheit ein bisschen verändert. Ja, natürlich geht auch weiter das Drama zu ihr und ihrem, ja, im Grunde Ex-Verlobten Paul so ein bisschen weiter. Das zieht sich so ein bisschen durch. Und das ist für mich auch der große Kritikpunkt an diesem Buch. Also es ist ein unglaublich quirliges Buch, weil auch einfach Emma und Delia so sind, wie ich finde. Ich finde beide super sympathisch. Meine Katze hat da gerade... Ach so, das ist... Moment, ich muss da mal kurz eingreifen. Oh. So, entschuldigt, aber bevor sie hier dieses Stöpselding von diesen Brotpackungen ist, muss ich das mal einkassieren. So, jetzt schaut sie mich böse an. Ubi, ubi. Ja, und das ist auch für mich eigentlich so der Kritikpunkt. Also das Schöne ist wirklich die quirlige Art, die schnelle Erzählweise. Man kommt sehr schnell durch 100 Seiten verfliegen im Nu. Es macht Spaß darin zu lesen. Es ist eine schöne Ausdrucksweise und das finde ich wirklich sehr, sehr treffend. Also es ist sehr jugendlich. Also oder jung geblieben, also nicht jugendlich, sondern es ist so, dass man wirklich spürt, ja, man kann sich da als 30-Jährige im Grunde darin identifizieren und es ist genau das, was einem eben auch in dem Alter so durch den Kopf geht. Und es ist eben so jung, also ne, sehr lebendig und sehr, sehr schnell und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Das hat mir gut gefallen. Mir hat auch Delia zumindest so die ersten Teile sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte, wie sie gedacht hat, was sie gedacht hat. Sie hat aber zwischendrin immer mal so Dinger gemacht, wo ich dachte, Mensch, das passiert einem mit Anfang 30, denke ich einfach nicht mehr. Also wie sie zum Beispiel die Akten von ihrer Arbeit einfach irgendwo im Bistro liegen lässt oder im Café, und sich damit dann erpressen lässt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man so unvernünftig ist als Anfang 30-Jährige und so schusselig, und das ist sie öfter leider in dem Buch, dass man das so tut. Das glaube ich einfach nicht, weil ich bin ja selbst Anfang 30 und man hat da einfach eine gewisse Verantwortung und man hat ein gewisses Bewusstsein mit Dingen und das passiert einem vielleicht, wenn man in der Ausbildung ist oder vielleicht noch Anfang 20, aber man ist ja, also man weiß schon mehr um die Konsequenz, die passiert, wenn man eben was falsch macht. Und deswegen hat das oftmals nicht einfach zu dem Charakter gepasst, der uns Delia zu Beginn vorgestellt wurde. Und solche Szenen gab es leider öfter mal, sodass halt Delia da so ein bisschen unglaubwürdig für mich erschien. Auch ihr Hin und Her mit ihrem Ex-Verlobten fand ich persönlich irgendwie ein bisschen doof, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich bin kein Mensch, das ist, liegt vielleicht auch einfach daran, ich bin kein Mensch, der so hü und hot und der so heute so, morgens so. Also ich, wenn mal irgendwie eine Entscheidung treffe und ich bin da relativ schnell drin, Entscheidungen zu treffen, also es kommt natürlich auch auf die Entscheidung an, keine Frage, aber dann stehe ich zu dieser Meinung und es ist nur sehr schwer, mich dann von dieser Meinung und von dieser Idee und davon im Grunde wieder umzustimmen. Also mir, wenn mein Verlobter eine SMS schreibt, die eigentlich für seine Geliebte ist, da ist halt dann die Tür. Und dann kann er da auch 10-mal vorstehen. Ich habe das in der Vergangenheit auch einfach schon so erlebt, da geht halt kein Weg mehr rein. Das mag gut sein, das mag schlecht sein, das ist jetzt mal dahingestellt, aber ich kann mit diesem Hin und Her bei diesen weiblichen Charakteren, die oft uns in Büchern so vorgestellt werden, einfach nichts anfangen. Weil mir das einfach nicht klar ist und schlüssig erscheint, wie man sich da so hin und her nicht entscheiden kann. Also es liegt aber einfach an mir und dass ich eben einfach anders ticke, als es diese Charaktere halt oftmals tun. Und mir geht das dann halt relativ schnell auf den Keks. Es gab sehr berührende Momente, es gab unglaublich lustige Momente in dem Buch und alles in allem ist dann das Ende auch wieder gelungen. Also der Weg dahin ist manchmal ein bisschen stolprig, aber ich fand es dann schon schön, wie das Ende ausging, was für ein Ende gewählt wurde und wie auch
Delia ihr Ende sozusagen ist, das macht dann schon Spaß. Also das war dann auch schön und man sitzt dann auch mit einem Lächeln vor diesem Buch und denkt sich, alles ist irgendwie gut, so in etwa. Und das fand ich wirklich dann schon wieder schön. Also ich würde sagen, es ist ein Buch, das wirklich gut ist, das mir gefallen hat, aber es ist jetzt kein Must-Read und es ist auch, glaube ich, kein Buch, was einem auch noch in einem halben Jahr im Gedächtnis sein wird. Und das ist so, ja, solche Bücher gibt es halt. Ich meine, es kann eigentlich alles packen und flashen und ja, aber es war gut. Und jeder, der eben auf, ich sag mal, lustige, quirlige Frauenromane steht, die halt nicht jugendlich angehaucht sind, sondern eben schon für eine etwas erwachsenere Zielgruppe, also ich würde sagen Mitte 20 bis, ich würde sagen, das kann man auch locker noch mit 50 lesen oder älter, also nach oben hin würde ich da keine Grenzen setzen, ist das auf jeden Fall gute Unterhaltung und auch für zwischendurch wirklich ein schönes Buch. Und ja, das Cover ist auf jeden Fall eben auch sehr schön und ja. Und weiter geht es dann auch, ihr habt es ja schon gesehen, mit dem zweiten Band von George R. R. Martins, The Song of Ice and Fire Saga, das Lied von Eis und Feuer. Im Deutschen wahrscheinlich mehr bekannt unter dem Titel Game of Thrones, ist der zweite Teil A Clash of Kings. Und ist ja in meinem, ich glaube, ihr seht ihn nicht, oder? Hier oben? Nein. Ist ja mein Geburtstagsgeschenk im Januar gewesen, die kompletten 5 Bände in einem wirklich tollen Schuber. Und das zweite Buch umfasst ja im Deutschen Band 3 und 4. Und ich habe mir die auch mal rausgeschrieben. Das ist der Thron der 7 Königreiche und die Saat des goldenen Löwen. Und es hat mich schon, seitdem ich die Serie vor 2 Wochen angefangen habe, es hat mich gerufen. Also es steht im Bücherregal und ruft, Steffi, lies mich. Und ja, ich habe 2, 3 Rezensionsexemplare hier rumliegen und Neuerscheinungen und denke mir, eigentlich müsstest du die lesen oder willst du die auch lesen? Aber der Ruf nach Westeros war einfach lauter. Und ja, man kann jetzt natürlich zu dem zweiten Band nicht so viel sagen, außer dass ich wieder mittendrin bin. Ich bin bei Seite 322 von, ich glaube, diesmal wirklich knapp 1000. Hier kommen diese ganzen Hausbeschreibungen oder 980, wie viel werden es sein? 969 und dann hinten kommen die Erklärungen. Also ich habe grob ein Drittel geschafft. Das ist ja die englische Originalausgabe. Und ja, ich bin drin. Man schlägt es auf, man liest 10 Sätze und man ist in der Geschichte wieder gebannt. Und das ist eine unglaublich schnelllebige Geschichte, unglaublich spannend. Ich komme mit dem Amerikanischen sehr gut zurecht. Es ist definitiv für mich das schönere Englisch als ein Engländer-Englisch. Weil es so ein bisschen, für mich, ein bisschen intuitiver ist. Ich kann das schlecht erklären. Mir hat es auch mal versucht, ein englischer Sprachlehrer zu erklären, warum sich Deutsche manchmal mit Amerikanisch leichter tun. Wahrscheinlich, weil wir Deutschen eben auch so eine komische Sprache sprechen. Es klingt halt nicht so hochgestochen oftmals wie England, das England-Deutsch, also Oxford-Englisch, wenn man so möchte. Und ich mag das Amerikanische sehr gerne. Und ich mag auch die Wortgewalt von George R. R. Martin sehr gerne, dass er so Wörter verwendet, die man auch vorher noch nie gehört hat, dann guckt und denkt, oh, eigentlich ein ganz banales Wort. Und das so hochtrabend klingt, finde ich sehr geil. Also es macht unglaublichen Spaß und wie gesagt, ich bin wirklich schnell drin. Ich finde es ein sehr schönes Englisch und ich mag einfach die Geschichte, die hier gestrickt ist und freue mich jetzt auch unglaublich nach dem Buch dann die zweite Staffel anzugucken und ich werde dann wohl ratzfatz auch Staffel 3, 4 und 5 kommt ja dann im März heraus, nochmal anschauen, weil ja die 6. Staffel dann zumindest für all die Sky haben, ja schon Ende April beginnt und ja, wir schon mit Spekulationen um uns herum werfen und das wirklich sehr viel Spaß macht, was passiert. Und lange hat mich keine Serie mehr so begeistert und auch eine Buchreihe, die mich wirklich tief in den Bann zieht und mich wirklich, ja, ich bin da hin und weg. Also ich möchte eigentlich gar nichts anderes tun den ganzen Tag, als in diesem Buch zu lesen und nutze da wirklich viele Momente. Das Problem dann natürlich beim Englischen ist schon, dass man ein bisschen aufmerksamer lesen muss. Das ist kein Buch, was so nebenbei geht. Da lese ich dann einfach in Magazinen oder gucke auch mein YouTube-Video, wenn man mal so 10 Minuten hat.
Aber das finde ich toll. Ich habe auch überlegt, weil ich ja noch mein Audible-Abo für diesen Monat offen habe, ich habe mich ja noch für kein Hörbuch irgendwie entscheiden können, wer die Wahl hat, hat die Qual, ob ich das Buch vielleicht einfach höre. Tat mir da aber tatsächlich bei der Hörprobe schon ein bisschen schwer und dachte, oh, da musst du schon sehr, sehr konzentriert zuhören. Und ein Hörbuch ist halt auch immer mal was für zwischendurch. Also neben dem Putzen, Bügeln, Staubsaugen, wenn man irgendwo mal umherläuft, wenn man vielleicht auch im Auto mal länger sitzt. Und ich glaube, da ist dann in Englisch, wenn man so ganz konzentriert zuhören muss, ist dann halt einfach ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich mich dann im Grunde gegen dieses Buch zum Hören entschieden. Und ich will es eben auch auf Englisch lesen und ich meine, die deutschen Hörbücher gebe es ja auch. Ich will es aber einfach in Englisch lesen und genießen, weil ich das wirklich toll finde und da wirklich gebannt und gefesselt bin und ja, ich weiß gar nicht, ob man so viel jetzt mehr vielleicht zum zweiten Buch sagen muss, außer dass mir schon 2-3 Unterschiede aufgefallen sind, aber ich möchte ja keinen spoilern oder sonstiges. Ich denke, es wird dazu auf jeden Fall mal extra Videos geben, wenn ich mit den Büchern durch bin, dann vielleicht auch irgendwie so einen Buch-Serien-Vergleich. Ich habe auch mal einen Kommentar jetzt bekommen, dass so man vielleicht mal so ein bisschen unterscheidet zwischen der Welt von Martin und Tolkien. Und ich denke, da wird mir auf jeden Fall einiges dazu einfallen, weil da achte ich schon so ein bisschen drauf. Auch auf Dinge, die mir tatsächlich ein bisschen ähnlich vorkommen, bei denen ich dann immer schmunzel. Und ich weiß ja, dass George R. R. Martin ein absoluter Fan von Tolkien ist und sich da doch inspirieren hat lassen. Und habe das auch in einem oder anderen Interview gelesen. Auch zu dem ein oder anderen Charakter etwas gelesen, wie der entstanden ist. Und ja, das ist immer sehr amüsant, wenn man dann eben auch Tolkiens Welt sehr gut kennt, diese Parallelen zu finden. Also ja, ich bin total hin und weg und das wird auf jeden Fall weitergelesen. Und ja, wie man sieht, es ist natürlich schon ein Wälzer mit über 900 Seiten, aber die 300 Seiten waren im Nu weg. Also das ist echt immer wieder faszinierend und begeisternd. Und dann machen wir weiter mit der Post, die heute bei mir angekommen ist. Und zwar einmal ein Rezensionsbuch, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Macht natürlich den Druck größer, jetzt die Rezi-Bücher zu lesen, aber ja, es wird jetzt erst der Clash of Kings gelesen, es ist einfach so. Und zwar das neue Buch von Jojo Moyes ist bei mir eingezogen, Über uns der Himmel, unter uns das Meer. Ein sehr, sehr schönes Cover. Erschienen im Rowohlt Verlag, kostet 14,99 €, ist eine broschierte Ausgabe, finde ich sehr schön gemacht, die Aufmachung. Bin ich wirklich sehr, sehr hin von dieser Aufmachung, finde ich, ach, wie das halt so rundherum wirklich aussieht, ganz, ganz toll. Und ist jetzt, glaube ich, auch im Februar erschienen oder erscheint im Februar. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Info irgendwie drin stehen gehabt, wann und wie und was. Und ja, das Buch hat mich sehr, sehr angesprochen. Da geht es um Frauen, die sich auf den Weg, ich glaube, von Australien nach England machen, genau, auf einem Flugzeugträger. Und die uns im Grunde so ein bisschen an ihrem Leben und an ihrer Zukunft so ein bisschen teilhaben lassen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also das spielt auch, glaube ich, ja 1946. Also es ist zumindest für mich auch eine kleine Zeitreise, was ich ja gerne lese. Und ja, bin sehr interessiert daran, was da Jojo Moyes so draus macht. Und bin wirklich neugierig. Und ja, jetzt spinnt die Katze schon wieder. Sie hat heute irgendwie einen Knall. Was mit dir? Alles gut. Na, mein Schatz, ja, jetzt werde ich beschmust. Gerade noch gebissen und schon geschmust. So schnell kann es gehen. Und dann ist etwas bei mir eingekommen. Ja, darauf habe ich mich so gefreut. Und hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil ich schon bei vielen gesehen habe, dass es bei ihnen viel, viel früher angekommen ist. Und dachte schon, oh, hat bei mir wohl nicht geklappt. Und doch, er ist da. Ja, mein Presseausweis für die Leipziger Buchmesse. Und ich glaube, es klappt gerade blöd auf, sodass ihr da vielleicht zu viel seht, was ihr gar nicht sehen sollt. Ach ja, immer mit den Namen, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, so ist besser. Ja, mein Presseausweis aus für Leipzig ist ja schon in 4 Wochen. Ich glaube, es ist der 19. März, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich weiß gar nicht, steht hier ein Datum drauf. Von wann bis wann? Nein, 17. bis 20. genau. Und ich werde am Samstag, den 19. in Leipzig sein. Ich habe mir noch
keinen großen Kopf gemacht, was, wann, wie, wo. Ich weiß, dass das Blogger- und Booktuber-Treffen wieder um 15 Uhr sein wird an der Messebuchhandlung. Das hat sich in den letzten Jahren ja so ein bisschen etabliert und ich finde auch, dass man da wirklich Platz hat, um sich ein bisschen auszutauschen. Und da freue ich mich sehr drauf und ich habe auch schon abends was Schönes vor und ja, freue mich da auf jeden Fall. Die restlichen Termine werde ich mir jetzt nach und nach ein bisschen raussuchen. Welche Autoren da sein werden, welche Verlage, wo will ich hin, was will ich sehen und ich freue mich sehr. Also ich werde auch mit dem Auto anreisen, einfach um flexibler zu sein, weil ich einfach früh morgens schon dort sein möchte. Also wenn es im Grunde aufmacht, um 9 Uhr will ich im Grunde schon da sein, um noch so ein bisschen die Leere zu genießen und abends dann eben auch so lange, wie ich will und dann wird lecker Abend gegessen und ja, dann schauen wir einfach mal. Also da möchte ich einfach flexibler sein und man hat ja dank des Presseausweises auch die Möglichkeit, direkt nahe am Messeeingang und am Messegelände sozusagen zu parken, was ich letztes Jahr schon toll fand und ich freue mich das sehr. Und ich bin sehr gespannt, seid ihr denn auf der Leipziger Buchmesse, dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wer alles so ein bisschen da sein wird und vielleicht sieht man sich ja auch einfach und es wird natürlich da jetzt in jedem Video wahrscheinlich ein bisschen drüber gesprochen, weil man sich jetzt einfach so freut, weil es ist halt jetzt wirklich nur noch in 4 Wochen und heute ist der Presseausweis gekommen und ich, ja, freue mich so. Ja, also ich bin total happy und freue mich da wirklich drüber, dass man so die Möglichkeit einfach bekommt, so ein bisschen anders ins Geschehen zu gehen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Auch jetzt, wenn ich die Presseräume oder so nicht nutze, zumindest habe ich das noch nicht vor, vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere Interview, finde ich das einfach toll und freue mich da wirklich drüber und bin da einfach begeistert, dass das einfach so eine Möglichkeit ist oder so ein kleines i-Tüpfelchen sozusagen, einfach für das, was man hier als Hobby so tut und für was einem halt so das Herz brennt sozusagen, wo man die Leidenschaft hat. Und ich finde das wirklich toll. Also mir gefällt das, ich freue mich und ich freue mich auch, so viele Booktuber zu treffen und Blogger und Zuschauer und Autoren. Und das sind ja immer so besondere Highlights und ich freue mich da wirklich einfach drüber und bin da einfach mega, mega gespannt. Und ja, dann ist ja schon in 2 Wochen, ja, in 2 Wochen machen wir einfach mit dem Blogger-YouTuber-Treffen weiter am 5. März. Das dritte weiß-blaue Booktuber-Treffen von den bayerischen Booktubern und Bloggern. Und wir sind diesmal in Regensburg und ich glaube, da stand, die Verabredung war um 10 Uhr am Hauptbahnhof beim Burger King. Also ich glaube, ich werde 9:45 einfahren. Ich glaube, das habe ich mir schon mal zugmäßig rausgesucht. Die Zugverbindung ist relativ gut. Es gibt noch nicht so viele ohne Umsteiger, da musste ich ein bisschen drauf achten, weil sonst steigt man irgendwie für 2 Stunden Zugfahrt irgendwie 3-mal um und ist dann 3 Stunden unterwegs und da muss ich natürlich ein bisschen gucken. Aber die Hinfahrt habe ich, glaube ich, schon soweit auserkoren und ja, mit dem Bayern-Ticket ist das auch relativ unkompliziert, also man muss nichts vorher buchen oder sonstiges wie nach Frankfurt zum Beispiel. Und ja, also wer Lust hat und Zeit hat, am 5. März in Regensburg dabei zu sein, kann mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, freue ich mich auch sehr, die Leute wieder zu treffen und sich wieder ein bisschen auszutauschen und Spaß zu haben und wahrscheinlich in die eine oder andere Buchhandlung zu gehen und ja, da einfach die Leute wieder zu sehen. Und das war auch letztes Mal so schön im Dezember in Nürnberg, weil man auch so viele einfach zum ersten Mal getroffen hat, für die halt dann Leipzig und Frankfurt zum Beispiel einfach zu weit ist und ja, das hat eben einfach was ganz Besonderes und ich freue mich auf die Treffen im März, wie man sieht, sehr viele Treffen im März, also ich freue mich wirklich drauf und ja, es gibt natürlich viel, viel mehr Treffen wahrscheinlich von YouTubern, aber ich kann natürlich nur von denen berichten, die mich auch irgendwie betreffen, wenn ihr irgendwo aus einer anderen Region kommt, guckt vielleicht einfach mal auf Facebook, ob ihr da was findet, da kommt man ja vielleicht eher dann mal noch irgendwie zueinander. Ich kann natürlich jetzt nur für die bayerischen Booktuber sozusagen reden. Ja, das war es so im Groben buchtechnisch aus der Woche. Was hat mich diese Woche sonst so ein bisschen begleitet? Es war eine ganz ruhige Woche. Es war eine Woche, die ganz okay war, sage ich mal so. Aber es war jetzt nichts Großartiges diese Woche. Nein, ich glaube, es buchfilmtechnisch nichts passiert, war auch noch nicht im Kino. Ich wollte ja eigentlich noch ursprünglich mal die 5. Welle sehen. Die läuft bei uns aber schon gar nicht mehr in den Kinos, was mich jetzt echt wieder so ein bisschen genervt hat, dass ich es nicht gleich so erwischt habe. Kannte ja auch das Buch nicht und dachte ja eigentlich, du guckst dir nur den Film an, aber jetzt ist der Film irgendwie vorbei. Ja, so ist es halt. Total doof. Ich war diese Woche tatsächlich mal in der Thalia
und bin ohne ein Buch rausgegangen. Das fand ich wirklich sehr beneidenswert. Hab aber zusammen mit meiner Freundin, mit der ich drin war, die Geburtstagsgutscheine eingelöst hat, festgestellt, oh, hier auf diesen Ablagefläche, da liegen aber viele Bücher, die schon bei mir im Regal stehen. Und das kenne ich und das kenne ich und guck und das ist und das könnte dir gefallen. Also es war schon sehr schön. Und ich glaube, eigentlich wäre das wahrscheinlich der Beruf schlechthin für jeden, der buchbegeistert ist, da im Grunde seine Leidenschaft ausleben zu können. Aber gut, kann halt nicht jeder Buchhändler sein, ne? Das, ich glaube, so wie Bedarf ist dann tatsächlich nicht. Aber sonst, ja, bis auf Schnee, und es schneit sich jetzt tatsächlich gar ein. Ich gucke ja direkt Richtung Fenster und ich finde das grauenvoll. Ich muss da tatsächlich ja heute noch raus. Aber gut. Was erwartet euch in der kommenden Woche an Videos? Also ich vermute mal, dass es die Neuzugänge geben wird. Wahrscheinlich eher auf Donnerstag, weil ich glaube, der 29. ist ja dann der Montag. Und ich denke mal, was so bis Mittwoch da ist, fällt dann einfach in den Februar. Glaube dann auch nicht, dass da noch groß was einzieht. Ich meine, Rezi-Bücher da oder so unverhoffte Rezi-Bücher, da steckt man halt immer nicht so ganz drin. Aber ich würde sagen, dass ich da wahrscheinlich Mittwoch dann die Neuzugänge abdrehen werde für den Donnerstag. Und Dienstag, ja, steht so ein bisschen, ich bin so im Überlegen, ob ich ein bisschen einen Vlog mache. Mich beschäftigt so ein bisschen das Thema Bücher sammeln, Bücher aussortieren. Wann macht man das? Tut man das überhaupt? Oder das beschäftigt mich so ein bisschen schon seit ein paar Wochen, seitdem ich die Marie Kondo Bücher gelesen habe zum Thema Bücher wegwerfen, was ich nicht tun würde. Aber man doch oft das Gefühl hat, es ist so schade um Bücher, die eigentlich okay und gut waren, die im Regal stehen und man eigentlich weiß, man liest sie nie wieder und werden sie vielleicht irgendwo anders in anderen Händen irgendwie besser aufgehoben. Also das ist so ein bisschen der Gedankengang, der mich da beschäftigt. Und mich beschäftigt auch so ein bisschen die E-Book-Preise, gerade von, also nur von Verlagen, eigentlich nicht von Self-Publishern. Das ist auch so ein Thema, wo ich so ein bisschen denke, vielleicht machen wir da einfach mal ein Vlog, eine Diskussion irgendwie draus. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch von den beiden Themen vielleicht mehr interessiert oder ob ihr euch eine ganz andere Themen interessieren. Oder ich habe auch einen schönen Tag bei der lieben Paddy gesehen, irgendwas mit galaktischen Büchern waren es, glaube ich. Den fand ich auch cool, aber ja, wie ihr seht, es gibt Ideen und jetzt muss es nur an die Umsetzung gehen. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch da so ein bisschen interessieren würde, mehr interessieren würde. Ich kann natürlich nicht so lange auf Kommentare warten, weil das Video wäre ja dann vielleicht schon für Dienstag. Mal gucken, welches der beiden, also ich vermute, es wird einer der Vlogs, welches da wird. Und ja, beschreibt mir gerne, weil das Video werde ich ja wahrscheinlich erst morgen oder Montag drehen. Und ja, könnt ihr vielleicht eure Meinung schon ein bisschen mit rein. Und ich denke, das war es jetzt auch soweit von mir und meiner Woche. Vielleicht kennt ihr ja eins der beiden Bücher, die ich gelesen habe. Vielleicht seid ihr auch im Game of Thrones Fieber. Dann natürlich gerne auch Kommentare dazu. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, habt Spaß, macht Dinge, die ihr gerne tut. Und für die, wo das Video erst sehen, wenn das Wochenende rum ist, dann natürlich noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.